kann man sich nicht drauf verlassen. So, Namen aufgeschrieben und allem drum und dran. Weiter geht's mit Part 68. 68 Parts, das ist nicht wenig, ne? Also, es ist schon ein großes, ein sehr, sehr großes Let's Play. Jetzt muss ich nochmal zu den Bauern gehen. Bäuerinnen und Bauer, die haben uns nicht viel zu sagen. Da ist noch ein Suchender. Solange die uns nicht ansprechen, ist alles gut. Da ist er. So, da gibt natürlich ordentlich Zeug. Aber eigentlich reicht mir so eine Wundenheilung. Warte mal, was habe ich denn? Mittlere Wundenheilung? Ein magischer Kreis zu niedrig. Was bin ich denn für ein magischer Kreis? Ja, stimmt. Dafür brauche ich auch diese blöden. Ach, ärgerlich, ärgerlich, Bros. Okay. Ich weiß, was los ist. Du weißt aber, warum die hier alle stehen. Komme später zu. Muss nur mit der Rosi schwätzen. Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Ich hätte gerne eine liebe Umarmung, liebste Rosi. Schämst du dich nicht, illegale Minenanteile zu verkaufen? Nein, ich muss auch leben. Und außerdem habe ich sie nicht in Umlauf gebracht. Gut, ich weiß, was mit dem Seekorb los ist. Da müssen wir aber später nochmal hin. So, ich habe alle Händler abgeklappert. Und ich habe auch alle Minenanteile gekauft. Erzminenanteil. Dem Eigentümer dieses Schreibens ist es gemäß dem königlichen Erlasses zur Gewinnung von Vermögen aus Reichsgrund erlaubt, sich als Prospektor auf königlichem Grund und Boden zu verdingen. Seine Schürftätigkeiten haben sich auf das Gebiet der königlichen Reichskleinparzelle zu beschränken. Reichskleinparzelle sind durch den Erlass zur Größe von Schürf... Was machst du denn hier? Du warst doch am Arsch. Missgeburt. Keine Ahnung, woher der kam. Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Arschloch. Entschuldigung. Reichskleinparzelle sind durch den Erlass zur Größe von Schürfgrund auf eine Fläche von 16 Rechtsschritt in den flächigen und nicht mehr als 3 Schritt in den steigenden Ausdehnung definiert. Der Reichsprospektor ist vor allem Pflichten bezüglich des freien Zugangs und des Schutzes der Schürfparzellen befreit. Ist es dem Pächter nicht möglich, die fälligen Abgaben fristgerecht zu entgelten, fallen alle Rechte an Grund und Boden zurück an das Reich. Gezeichnet königlicher Prospektor Salandril. Klar, königlicher Prospektor. Ist ein Arsch, hast du offen. Das war's aber auch schon. So, noch bin ich nicht besessen. Das bedeutet, ich muss hier so einen Trunk noch nicht trinken. Ich will aber nochmal zurück zum Hafen. Deswegen bin ich nicht zu Salandil gegangen. Der ist nämlich der Drahtzieher von den ganzen Lümmel. Das bedeutet, wir müssen den uns mal zur Brust nehmen. So, jetzt möchte ich aber mal gucken, wie viel brauchen wir? 23.000, 2.500. 232.000, jo. Wie viel haben wir? 231.210. Und wir brauchen noch knapp 1.200.
Das heißt knapp, wir brauchen exakt 1290. So, Mist, es ist schon dunkel. Ist natürlich doof. Dann werde ich mich mal in irgendein Bett legen. Ich hoffe, dass mir das halt keinen stört. Du bist noch wach. Gut. Ist zu weit entfernt. Entschuldigung. Bin so frei. Ja, komm, der hat schon eine Nacht durchgemacht. Die Bäuerin auch. Super. Das war genau so, wie du sagst. Oder Bürgerin. Stimmt, das war ja eine Bürgerin. Ich weiß nicht, was das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas schaltet sich da im Hintergrund ab, aber die Geräte sind alle aktiv. Ich hoffe zumindest, dass es mit dem neuen, mit dem kleinen Mikrofon einigermaßen in Ordnung ist. So, dass man mich auch einigermaßen versteht und so ein Geschiss. Hier in der Oberstadt war ich noch nicht. Ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz... So. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Freude. Shit. Ganz besonderer Trank. Geschicklichkeit. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. So. Du gehst jetzt ins Kloster und lässt dich verurteilen. Was? Du bist ja wohl nicht mehr ganz frisch. Einen Dreck werde ich. Diese miesen Magier haben doch gar nichts gegen mich in der Hand. Und was ist mit diesen gefälschten Erzminenanteilen, die du überall im Land verschachert hast? Es ist deine Unterschrift drauf. Du bist schuldig. Was? Ich werde dich das Viertel herunterschleifen wie einen dreckigen Lumpen. Drecksack. Greift mich mit dem Dolch an. Ich glaube, es geht los. So, Salandi, jetzt habe ich dir in die Eier gehauen. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Alter, ich habe dich komplett ausgeholt. Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Du gehst jetzt ins Kloster. Gehst du jetzt ins Kloster oder soll ich dich nochmal... Das wirst du noch bereuen. Ja, verdammt, ich gehe ins Kloster. Aber glaube nicht, dass du damit durchkommst. Doch, das glaube ich. Ja, dann auf. Hopp. Lauf. Ich will dich hier nicht mehr sehen, du Arschloch. Jo. Ja, hatte das nicht. Gut. Das will doch keiner. Jetzt will ich mich hier mal speichern. Und warte, bis er hier draußen ist. Ich glaube, ich lege mich nämlich bei dem jetzt ins Bett. Dann ist er nämlich weg. So, ich habe gespeichert. Der sieht mich nicht, das ist gut. So, dann kann ich nämlich hier die Sachen mal gönnen. Jagd und Beute, das ist gut. Da gibt es nämlich noch so ein paar kleine Geheimteile. Mal gucken, ob der hier irgendwas sagt. Aber ich glaube nicht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, die Truhe kriege ich ohne Schlüssel nicht auf. Die Frage ist, wo liegt der? Den hat bestimmt der Salandi dabei. Das ist natürlich doof. Hallo Stadtwache. Ohne den richtigen Schlüssel. Die haben nämlich alle so versteckte Truhen.
Nur beim Salandi ist es halt ein bisschen doof. Jo, gut, 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 gut. Ist natürlich sehr blöd. Also so, jetzt müsste ich eigentlich ins Kloster. Mache ich auch. Nein! So, Milton. Was hast du denn? Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring... Ja, alles gut. So, jetzt möchte ich erst noch mal gucken. Ich habe nämlich ein bisschen was vergessen. ...1090 brauche ich. So, jetzt gebe ich dem... ...erstmal... ...jetzt will ich mal gucken, was der magische Brief sagt. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Geschicklichkeit. 51, super! 85, 85! Einer Talentbonus! Geil, geil! 100! Oh, nice! Schöner Rapier! Und einer Talentbonus. 80. Oh, das wird doch schon mal richtig was. Verschwinde! Halt dein Maul! Bist hier bei mir zu Hause, du Bitch. Entschuldigung. Ich weiß, wer die Minenanteile in Umlauf gebracht hat. Es war Salandril, der Alchemist im oberen Viertel der Stadt. Dann bring ihn hierher. Wir haben mit ihm zu reden. Salandril ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Yo, Stufe gesteigert, Bitch. Gut gemacht. Du hast dir eine Belohnung verdient. Nice. Nimm dieses Schutzamulett. 2600 Gold und ein Amulett. Oh, geil. Ja, ich habe richtig Bock gerade, ey, Leute. Das ist doch schon mal was. Frankos Amulett, Amulett der Lebenskraft, Amulett der Geisteskraft, Schutz vor Magie, Schutz vor Feuer. Ich glaube, ja, es, So. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen. Soweit war ich auch schon. Einige von ihnen geschändet worden sind. Ja, die sind so ein bisschen angegriffen. Das bedeutet, wenn wir da dran, wenn wir an so einen. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Will ich aber machen. XP, XP, EP, bitte. Werden sich der Sache annehmen. Alles klar, alter Mann. Ja, liegt einfach da dran. Wie heißt's? Na, wie soll ich das erklären? Palan! Hier, hey, ich habe ein bisschen was gemacht. Nächster Kreis Magie. Lehre mich den dritten Kreis. Ja, du wirst sie brauchen. Ich habe dich nun alle Kreise gelehrt, die ich weitergeben kann. Karas, danke. Möge... Shit, jetzt habe ich 5 Lernpunkte vergeigt. Macht aber nichts. Dafür kann ich, jetzt halt, bin ich jetzt Stufe 3. Das bedeutet, ich brauche keine leichte Wunden heilen mehr, kann nämlich jetzt mittlere Wunden heilen benutzen. Angst kann ich auch wirken, aber brauche ich eigentlich nicht. Und ich kann jetzt zu Dingsbums gehen, zu Belia, und kann meine Dingsbums halt ein bisschen verbessern. Auch wenn ich hier schon daheim bin, dann kann ich mich auch hinlegen. Muss mal gucken. Man hat so wenig Lernpunkte. Du musst dir echt alles zweimal überlegen. Wo habe ich denn jetzt hier? Also hier ist echt hart, ey. Du musst dir echt zweimal überlegen, was du machst. Extrakt, Mana, Trank der Geschwindigkeit.
braue mir ein In Ordnung. Hast du die? Ja, hier. Gut. Ich werde dir jetzt... Mana-Extrakt. Reines Mana, Mana-Elixier. Ja, Essenz. Hier, das kann er mir brauen. Brauche ich natürlich nicht wirklich. Hey. Ich werde dich in... Ich würde gerne hier... Elixier des Geistes. Scheiße. Jetzt will ich natürlich mal gucken. Mein Handy hat nur noch 32% Akku. Ist natürlich doof. 248.000 XP brauche ich. Wie viel habe ich? 232.935. Das bedeutet, ich brauche noch 15.065. Dann kann ich aber Mana-Elixier brauen. Hier. Ich weiß halt nicht, ob ich jemanden finde, der mir den Shit brauen kann. Ich kenne noch einen Händler, den ich noch nicht abgeklappert habe. Da habe ich die alte Hexe vergessen. Die alte Sagitta! Achso, ich wollte pennen, weil halt dunkel. Jo, ich glaube, die 5 Lernpunkte und den ganzen Shit hebe ich mir jetzt mal auf. So, jetzt bin ich erstmal dorm. Sieht doch ganz gut aus. Habe ich hier irgendwas drin? Nö. Ja gut, bei so einem riesigen Inventar, wo du einfach alles reinquatschen kannst. Mit Hosentaschen wie Frauenhandtaschen. Brauchen wir den ganzen Shit einfach nicht. Ja, das ist so wieder typisch Frauen, ihre große Handtasche. Irgendwie, ich pack mal meine Sachen vor heute für Abend. Innos. Ja, für Innos, alles gut. Was hast du denn da in deiner Handtasche? Oh, ich hab alles dabei. Flop, 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 flop. Da wird selbst der Weihnachtsmann mit seinem Sack, der unendlich viel Platz hat, teilweise eifersüchtig auf die Dame mit ihren riesen Handtaschen. So, wir haben die Minenanteile gemacht. Super. Wunderbar. Das ist doch schon mal wunderbar. Jetzt brauche ich nur noch die Suchenden. Ich glaube, ich möchte mal mit dem Keras schwätzen. Ist natürlich sehr doof. Opolus, ja, ich muss echt... Hey, Bruder, du darfst keine Zeit verlieren, wenn wir das Auge... Naja. Schon was Neues über die Suchenden herausgefunden? Ja, ich weiß jetzt, wer oder was die Suchenden wirklich sind. Lass mich raten, diese Sektenspinner. Sie waren einmal Menschen wie du und ich. Sie haben den verabscheuungswürdigen Fehler begangen, sich der unreinen Magie eines sehr mächtigen Erzdämonen zu widmen. Unter dem Einfluss dieses Erzdämonen und sehr starken Drogen fristeten sie ihr Dasein nur, um ihm zu dienen, bis sie selbst zu einem Schatten ihrer selbst wurden. Heute sind sie nur noch Werkzeuge des Bösen, ohne eigenen Willen, und werden niemals damit aufhören, die Anhänger Innos zu jagen. Wir müssen vorsichtig sein. Noch scheinen sie diese geheiligten Hallen Innos zu meiden. Doch wenn ihre Macht noch weiter anwächst, weiß ich nicht, ob wir hier dann noch länger sicher sind. Danke, das wäre sehr aufschlussreich. Tatsächlich? Für mich wirft das nur noch mehr Fragen auf. Zum Beispiel, wer waren sie vorher und welcher Erzdämon hat sie zu dem gemacht, was sie nun sind? Ich habe eine Vermutung. Das alles klingt nach der Bruderschaft des Schläfers. Die Jungs kenne ich. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich da einlässt. Pass auf dich auf, mein Bruder. Aber ja, hier hast du deinen Almanach zurück. Ich benötige ihn jetzt nicht mehr. So, zeig mir deine Ware. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? In der Tat. Ein Amulett, das mit Gestein aus gesegneter Erde angefertigt wurde, könnte eine schützende Wirkung haben. Leider habe ich nicht genug von diesem Gestein vorrätig. Einige unserer Gebetsschreine, die wir errichtet haben, sind daraus gefertigt worden. Alles klar. Ich werde etwas davon auftreiben. Ja, tu das. Aber lass dir bloß nicht einfallen, die Schreine zu beschädigen, hörst du?
Die sind sowieso schon für den Arsch. Ich habe hier Gestein aus gefallener Erde. 500, easy, Bro. Ich hoffe, die Gebetsschreine sind noch alle an ihrem Platz. In Ordnung. Ich fertige dir das Schutzamulett gegen den schwarzen Blick der Suchenden. Gib mir etwas Zeit. Gut. Hey, du. Wie steht's? Noch etwas gibt. Okay. Das bedeutet, ich leg mich mal hin. Vielleicht reicht das. Oder aber ich muss in der Geschichte ein bisschen voranschreiten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen mache ich das einfach erstmal. So, Chef ist zu Hause. Gut, so richtig Chef bin ich nicht. Wie, das ist zu weit weg. Stehst doch direkt davor, du Lümmel. So, ausgeruht und frisch. Ja, Orgelgesinn. Ja, hatten wir gestern schon. Also 21 Minuten, das ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir nämlich die Minenanteile fertig, haben ein bisschen was über die Suchenden herausgefunden und mit Glück kriegen wir sogar dieses Kackamulett. Hey, du. Wie steht's mit... Noch etwas... Okay, dann bringt das alles nichts. Mach ich die Bibliothek wieder zu. Und würde hier die Aufnahme dann erstmal beenden. Und mich dann aufmachen zu Malak. Der muss nämlich auch noch gereinigt werden. So, bis dahin hier. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ich mach gleich direkt weiter.